Hallo liebe Freunde, Weihnachten steht vor der Tür und wir haben vier literarische Geschenktipps für euch vorbereitet. Das erste, My Love Story, Tina Turner, die Autobiografie. Ich glaube, über Tina Turner muss man nicht allzu viele Worte verlieren. Sie erzählt von ihrem aufregenden Leben, aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Tennessee. Mittlerweile lebt sie in Zürich und sie hat so einiges erlebt. Wirklich gut zu lesen. Der weltbeste Detektiv von Caroline Carlson, eine Reminiszenz an zwei große britische Ermittler, Sherlock Holmes und Miss Marple. Es geht um den Waisenknaben Toby, der bei seinem Onkel Gabriel in der Schnüfflergasse aufwächst, und um den Titel des weltbesten Detektivsritter, den Hugo Abercrombie, der größte Ermittler aller Zeiten, ausgeschrieben hat. Aber es steckt ein rätselhaftes Verbrechen dahinter. Geeignet für Kinder ab 10 Jahren. Das dritte von Bas Kast, der Ernährungskompass. Bas Kast, ein Wissenschaftsjournalist aus den Niederlanden, hat mehrere Studien zum Thema Ernährung durchforstet. Er selbst ist mit knapp 40 Jahren vor einem massiven gesundheitlichen Problem gestanden. Und das Fazit dieses Buches ist, um es kurz zu sagen, Olivenöl, Olivenöl, Olivenöl. Vieles hat man schon gewusst, einiges ist neu. Ein wunderbares Buch als Geschenk für alle, die auf ihre Gesundheit schauen. Und Archipel von Inger Maria Malke, ein europäischer Familienroman, der auf Teneriffa spielt, originell erzählt und nicht umsonst mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Dann bleibt mir nur mehr zu sagen, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für das kommende Jahr. Und ich hoffe, ihr findet über die Festtage ein bisschen Zeit zum Lesen.